Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Einführungsvideo unseres Seminars Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracker, ich bin Professor für angewandte Linguistik hier an der TU Dresden. In diesem Video möchte ich zunächst zeigen, worum es gehen wird in unserem Seminar und möchte dann auch zeigen, wie wir arbeiten, womit Sie rechnen müssen, worauf Sie sich einstellen können, was Sie aber auch erwarten dürfen. Und ich möchte, um zu erklären, worum es geht, direkt in medias res gehen und mit einer Reihe von Beispielen anfangen. Mein erstes Beispiel ist das Verb anerkennen, was ich hier mal im Duden nachgeschlagen habe. Hier steht ein unregelmäßiges Verb. Es hat verschiedene Lesarten, gutheißen, würdigen, öffentlich bestätigen. Mir soll es jetzt aber gar nicht so sehr um die Semantik gehen, sondern nur um morphologische Eigenschaften dieses Verbs. Denn wir können ja alle Sätze damit bilden, sowas wie, das müssen wir anerkennen, meine Prüfungsleistung wurde nicht anerkannt. Und dann sagen wir aber, die Uni erkennt meine Prüfungsleistung nicht an. Ja, es ist also ein Partikelverb und die Partikel an wird in dieser Satzstellung abgetrennt und an das Satzende, ans Ende der Verbklammer angefügt oder bildet sozusagen die Verbklammer nach dem topologischen Modell. Wir finden allerdings manchmal auch solche Formulierungen, sie anerkennen die Autorität des Staates nicht. Ich habe hier ein Sternchen davor gesetzt, das ist in der Linguistik, wie Sie vielleicht wissen, das übliche Zeichen dafür, dass man einen Satz mal ganz bewusst falsch formuliert hat zu Demonstrationszwecken. Mir persönlich kommt diese Formulierung ausgesprochen fremd vor. Ich würde das so nicht sagen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Sie anerkennen die Autorität, Sie erkennen die Autorität des Staates nicht an. Und mir kommt diese Formulierung irgendwie gestelzt, altertümlich, auf jeden Fall sehr, sehr auffällig vor. Und wir können jetzt in den Artikel mal reingucken und wir sehen dann hier unter Beispiele, dass es auch normalerweise heißt, ich erkenne an, seltener, so heißt es hier hingegen, ich anerkenne. Ja, also die Variante ist durchaus geführt im Duden, wird hier allerdings als seltener ausgegeben. Dem zugrunde liegen korpuslinguistische Analysen. Da werden also Häufigkeiten gemessen und dann kann man feststellen, dass die Variante ich anerkenne zwar vorkommt, aber insgesamt seltener ist. Und tatsächlich arbeitet die Duden-Redaktion seit langem mit sehr avancierten Methoden, korpusbasiert. Allerdings gibt es noch einen anderen Befund, der in diesem Zusammenhang interessant ist, nämlich die Häufigkeiten verteilen sich über den deutschsprachigen Raum ganz unterschiedlich. Dazu gibt es ein interessantes Projekt, was sich Variantengrammatik nennt, wo ich mal einen Auszug aus dem Artikel zum Verb anerkennen hier präsentiere. Wir sehen hier, dass im deutschsprachigen, im bundesdeutschen Sprachraum das tatsächlich bevorzugt trennbar ist. Ich erkenne an. In der Schweiz und in Westösterreich, also im alemannischen Sprachraum hingegen, ist auch ich anerkenne nicht nur möglich, sondern tatsächlich die bevorzugte Variante. Und was hier als Ergebnis präsentiert wird, können wir auch mit ganz einfachen Mitteln, mit öffentlich verfügbaren Ressourcen selber nachvollziehen und reproduzieren. Wir können nämlich diese Suchanfrage formulieren. Keine Sorge, wir werden das im Kurs alles lernen, wie man solche Suchanfragen selber schreibt. Es liest sich, ganz kurz gesagt, so: ein irreflexives Personalpronomen am Satzanfang, dann kommt eine flektierte Form von Anerkennen mit der Bedingung, dass es sich tatsächlich um ein finites Verb handelt und nicht etwa um ein Partizip. Und dann finden wir hier unter anderem diese Belege, die genau diesem Muster entsprechen. Sie anerkennt die Leistung, er anerkennt, dass die Dörfer, sie anerkennen im Umkehrschluss auch, wir anerkennen den Mut und so weiter und so fort. Und wir können uns jetzt anzeigen lassen, aus welchen Quellen diese Belege stammen. Und dann finden wir, dass tatsächlich sie, also es sind Belege aus
Tageszeitungen und tatsächlich finden wir hier, dass die meisten Belege aus der Zeitung Die Südostschweiz und dem St. Galler Tagblatt kommen, ebenfalls eine Schweizer Tageszeitung. Wichtig wird es sein, hier nicht nur die absoluten Trefferzahlen zu berücksichtigen, weil wir gar nicht wissen, wie viele Texte aus der Südostschweiz insgesamt in dieses Korpus eingegangen sind, aber auch bei den relativen Häufigkeiten finden wir, dass es in diesen Schweizer Zeitungen nicht nur 10-mal, sondern bis zu 100-mal häufiger verwendet wird als in bundesdeutschen Zeitungen. Ja, wir haben hier insgesamt recht wenige Treffer. Es ist ja auch nur eine Möglichkeit, nach diesem Muster zu suchen, aber so können wir das schon nachvollziehen. Und wir können das dann auch nochmal nach Ländern auszählen. Das ist auch möglich in diesem Tool, was sich Cosmos 2 nennt. Und hier sehen wir auch nochmal genau diese Aufstellung nach Österreich, Schweiz und Deutschland. Gut, das also ein Beispiel, wie wir zu morphologischen Fragestellungen, auch varietätenlinguistischen Fragestellungen, korpuslinguistisch arbeiten können. Und jetzt mal was ganz anderes. Was Sie hier sehen, sind Trigramme, also drei Wortverbindungen. Da habe ich mal ein Korpus ausgezählt nach den häufigsten drei Wortverbindungen in absteigender Frequenz. Und wenn wir uns das jetzt nur mal hier durchgehen, auf der Bühne, das Konzert war auf jeden Fall, auf die Bühne war einfach nur und so weiter. Die Stimmung war sehr gut gefallen, die Show war der Hammer. Was meinen Sie, was ist das für eine Textsorte? Ich glaube, es wird doch recht klar, hier geht es offenbar um Konzerte, über die berichtet wird. Und tatsächlich sind es solche Konzertberichte, wie sie unter dem Titel Fan Reports auf eventim.de publiziert werden. Hier mal nur als Beispiel von Justin Bieber, Konzerten der Hammer, das Konzert war einfach toll. Ich war schon morgens da, um auch wirklich sicherzustellen, dass ich in die erste Reihe komme. Es hat geklappt, die Atmosphäre war so krass, alles in allem perfekt. Und das Konzert war einfach geil, heißt es weiter. Also hier sind offenbar wirklich Fans vertreten, die hier von ihren begeisterten Konzerterfahrungen berichten. Ich persönlich stelle mir ja Justin Bieber-Fans ungefähr so vor, also kreischend und heulend. Und das kann man korpuslinguistisch auf eine ganz hübsche Art und Weise überprüfen. Ich habe nämlich die kompletten Fan-Reports von eventim.de mir runtergeladen, als Korpus aufbereitet und hier jetzt mal, wie ich in diesem Korpus nach Texten, die von Justin Bieber-Konzerten handeln, gesucht habe. Und wir sehen hier, das Korpus ist groß. Es sind insgesamt 360.000 Konzertberichte insgesamt und davon 604 fallen auf Justin Bieber. Ja, hier sind es zwar 610, aber manche Texte waren auch leer, dass die dann hier nicht geführt werden. Und was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich hergehen und kann vergleichen, welche Wörter sind in den Justin Bieber Konzertberichten typisch, welche sind signifikant häufig im Vergleich zum Gesamtkorpus. Und das kann man zum Beispiel hier so als so eine Word Cloud veranschaulichen und visualisieren. Und wir sehen ja sowas wie weinen, schreien, das ist doch schon ganz interessant, kreischend finden wir hier auch noch, ja, also heulen, also ja, vielleicht ist tatsächlich was dran. Ja, und das hier ist die Berechnung, die im Hintergrund sozusagen läuft. Wir sehen, dass die relativen Häufigkeiten von weinen, schreien, heulen und kreischen tatsächlich um ein Vielfaches höher sind in den Justin Bieber Texten als in anderen Konzertberichten. Ja, also auch da können wir, auch für solche Untersuchungen, Analysen können wir korpuslinguistische Methoden heranziehen. Noch ein anderes Beispiel. Sie sehen hier eine Keywords in Kontext-Ansicht für die Suchanfrage nach Possessivpronomen plus Stimme. Und zwar habe ich hier sowohl gesucht nach
seiner Stimme und nach ihrer Stimme. Sie sehen, dass das hier jeweils vertreten ist. Und dann habe ich Kollokationen berechnet. Das werden wir alles besprechen, was man darunter versteht. Ganz kurz gesagt, Wörter, die im Kontext dieser Formulierung seine Stimme, ihre Stimme besonders häufig auftauchen, und habe diese kontrastiven Kollokationsprofile mal so visualisiert. Wir sehen hier Wörter, die vor allem mit männlichen Stimmen assoziiert sind, und Wörter, die vor allem mit weiblichen Stimmen assoziiert sind. Also wir finden hier sowas wie Wiedererkennungswert, überwältigend, dass die Stimme unverändert ist, ist etwas, was offenbar eher mit männlichen Stimmen assoziiert wird. Hingegen sowas wie fantastisch, atemberaubend, umwerfend, Leidenschaft, Energie und wunderbar, das sind Dinge, die eher mit weiblichen Stimmen assoziiert werden. Man muss sich dabei klar machen, es geht nicht so sehr darum, dass diese Stimmen tatsächlich so sind, sondern was in den Augen von Fans, die Konzertberichte schreiben, vor allem mit diesen Stimmen assoziiert wird. Ja, also wir können sowas rausfinden, auch über Genderstereotype und kulturelle Werthaftigkeiten in Zuschreibungen durch Fans, und das können wir uns so ganz gut erschließen. Auf eine sehr elegante Weise und auch zeitsparende Weise, denn wir können schlecht 360.000 Fanreports manuell durchlesen. Da muss man tatsächlich auf computergestützte Methoden zurückgreifen. Noch ein anderes Beispiel, wiederum was ganz anderes. Sie kennen vielleicht das Decameron. Das ist eine Novellensammlung von Giovanni Boccaccio aus der Renaissance, die jetzt gerade zu Corona-Zeiten wieder sehr viel Publicity bekommen hat. Das ist eine Novellensammlung, die aus 100 Novellen besteht. Und diese 100 Novellen habe ich einer maschinellen Analyse unterzogen, nach einer Methode, die ich von Noah Bubenhofer adaptiert habe. Das Ergebnis sieht dann so aus. Was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt vier Wortverbindungen berechnet, die häufigsten vier Wortverbindungen, und habe mir angeschaut, habe den Computer errechnen lassen, wo sie typischerweise auftauchen, ob sie eher zu Beginn der Geschichte auftauchen, eher in der Mitte oder eher am Ende der Geschichte, und hier wie stark die Position streut. Man kann sich dann, wenn Sie diesen Link hier aufrufen, wozu ich Sie herzlich einlade, selber drüber hovern und kann sich dann so den typischen Storyplot rekonstruieren. Und hier zum Beispiel vom Halse zu schaffen, ist ein N-Gramm, was viermal vorkommt. Und wenn, dann eher am Beginn der Geschichte, und so eine typischer Storyplot wäre eben, dass jemand seiner Frau oder ihrem Ehemann überdrüssig wird und dann beschließt, sie sich vom Halse zu schaffen, und dann beginnen die Querelen. Und so finden wir dann an anderen Stellen auch noch, als die Nacht gekommen war, findet sich irgendwo hier an dieser Stelle. Und so können wir uns diese Texte auf eine ganz unkonventionelle Art und Weise erschließen, indem wir sozusagen alle Einzeltexte einmal übereinander legen und gucken, was ist denn die Musterhaftigkeit, die vielen, wenn nicht sogar allen Texten gemeinsam zugrunde liegt. Ja, also eine ganz neue Art, Texte zu lesen, die mit klassischen Lektüren nur noch sehr wenig gemein hat, aber trotzdem ganz gute Denkanstöße liefern kann. Ja, schauen Sie sich bei Interesse, wie gesagt, den Link gerne an. Und damit sind wir nochmals beim Titel des Kurses Reading Machines. An den Beispielen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, konnten Sie sehen, dass mit computergestützten Verfahren, die hier zur Anwendung gekommen sind, Sprache und Texte auf eine ganz neue Art und Weise analysierbar werden. Zunächst mal ist es so, dass Datenmengen bewältigt werden können, die man lesend nicht bewältigen kann. Also 360.000 Texte in Sekundenbruchteilen mal durchsuchen, das geht eben tatsächlich nur mit Hilfe des Computers. Und genauso die ganzen Tageszeitungen nach Belegen von unabgetrenntem Anerkennen und so weiter und so fort.
Wir können, wenn wir uns überlegen, was die Maschine eigentlich macht, müssen wir natürlich sagen, die Maschine liest ja nicht wirklich. Die Maschine zählt letztlich aus, also geht ganz stur durch. Die Maschine versteht nichts von dem, was in den Texten steht, sondern zählt Häufigkeiten, erkennt Muster, misst Korrelationen und so weiter und gibt dann wiederum neue Texte aus, zum Beispiel Listen. Und diese Listen lesen dann wiederum wir Menschen, also in die Lektüre von Texten wird sozusagen eine Zwischenschicht, eine technische Zwischenschicht eingeschoben. Deswegen können wir sagen, dass maschinelle Verfahren der Sprachanalyse unsere Lektüren unterstützen, einfach indem sie die Menge der bewältigbaren Texte um ein Vielfaches erhöhen, sie erweitern aber auch unsere Lektüren und als drittes, sie verfremden auch unsere Lektüren. Es ist nicht so, dass wir einfach nur 50 Jahre lesen müssten und dann hätten wir den gleichen Effekt wie das, was uns der Computer in einer Sekunde ermöglicht. Es geht nicht nur um eine reine quantitative Zunahme von dem, was man lesen kann, sondern es hat sich eine neue, verfremdete Art von Lektüre, die neue Interpretationen hervorbringt. Das ist das Verständnis von Korpuslinguistik, was wir hier an der angewandten Linguistik an der TU Dresden vertreten. Es ist also nicht nur als so eine reine, zum Beispiel grammatikografische Hilfsmethode verwenden, sondern tatsächlich mit einem auch hermeneutischen Anspruch. Ja, wir werden das alles im Einzelnen besprechen. Anwendungen der so verstandenen Korpuslinguistik finden sich natürlich, und das ist immer noch wichtig, in der Grammatikschreibung und auch in der Lexikografie, allerdings zum Beispiel auch in der Politolinguistik, indem wir uns zum Beispiel Parlamentsprotokolle korpuslinguistisch vornehmen, in der Diskursanalyse, aber auch in der forensischen Linguistik und so weiter und so fort. Überall haben korpuslinguistische Methoden in den letzten Jahren ganz neue Untersuchungsfelder, ganz neue Fragestellungen und Erkenntnisinteressen ermöglicht. Und im letzten Schritt ist es dann auch so, dass der korpuslinguistische Blick, der ein konsequent empirischer ist und immer auch auf eine Art quantifizierend ist, dass dieser Blick auch unser Verständnis von Sprache überhaupt verändert. Dazu hat Henning Lubin ein schönes Buch geschrieben, Das neue Bild der Sprache, digital und vernetzt, was ich Ihnen sehr empfehlen kann und ich werde Ihnen das auch auf Opal zur Verfügung stellen. Ja, da finden wir das im Einzelnen nachgezeichnet, wie diese neuen Methoden auch tatsächlich ein ganz neues Verständnis davon mit sich bringen, ermöglichen, was Sprache überhaupt ist. Dazu nur mal ein Beispiel von Hausmann, selber ein Phraseologe und Lexikologe, der in einem Aufsatz das mal so beschrieben hat. Und dann kam der Computer. Und die Korpusanalyse entfaltete vor dem staunenden Auge des Linguisten die statistischen Gesetzmäßigkeiten der syntagmatischen Umgebung des Wortes. Was nun zutage trat, war Phraseologie ohne Ende, lexikalisiertens jeden Grades, Idiomatizität in allen Schattierungen, der späte Sieg des Gedächtnisses über die kreative Intelligenz. Zweifellos liegt in der Sprachproduktion auch etwas Kreatives, aber in allererster Linie ist sie Imitatio, Nachplappern aus dem Gedächtnis dessen, was schon unzählige Male so gesagt und geschrieben wurde. Dieser Abschnitt ist ein bisschen voraussetzungsreich, weil hier für Sie vielleicht nicht ganz klar wird, wogegen hier eigentlich argumentiert wird. Aber das ist das generative Sprachmodell. Wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, was zum Beispiel mit Autoren wie Noam Chomsky verbunden wird, wo vor allem die sprachliche Kreativität hervorgehoben wird, der generative Mechanismus, dass Sprachkompetenz vor allem darin besteht, grammatische Regeln zu kennen, die es uns ermöglichen, Sätze zu bilden. Und die Korpuslinguistik, die nun, wie Hausmann hier schreibt, Phraseologie ohne Ende, also Redewendungen, Musterhaftigkeiten, Konstruktionen allen möglichen Typs, was so auf statistischem Wege ans Licht kommt, zeigt doch, wie wenig oder wie, ja, dass unsere Sprachkompetenz sehr viel mehr geprägt ist von Musterhaftigkeiten, als es dieses eigentliche generative Sprachmodell vermuten lassen würde. Ja, und so kommt man über den Umweg einer bloßen Methode tatsächlich zu einer neuen Sprachtheorie. Und tatsächlich ist die Korpuslinguistik genau hier angesiedelt. Es ist in erster Linie eine
Forschungsmethode, die eben mit Computern agiert, und wir werden deswegen auch ganz viel Zeit damit verbringen, tatsächlich Methoden kennenzulernen, aber trotzdem ist damit immer auch der Anspruch verbunden, sprachtheoretische Fragen auf eine neue Art und Weise zu stellen, beziehungsweise die sprachtheoretischen Fragen ergeben sich tatsächlich von Natur aus, wenn man mit diesen Methoden arbeitet. Ja, auf diese Reise möchte ich Sie gewissermaßen mitnehmen, und ich hoffe, dass ich das alles, was jetzt sehr abstrakt klingen mag, nach und nach mit Inhalt füllen wird. Was haben wir also vor in diesem Seminar? Wir beginnen mit der grundlegenden Klärung der Frage, was überhaupt Korpuslinguistik ist, aber auch mit der Frage, welche Forschungsfragen sich überhaupt korpuslinguistisch bearbeiten lassen. Nicht für alle linguistisch relevanten Fragen kommt die Korpuslinguistik in Frage. Und das ist wichtig, erstmal das zu lernen, wofür eignet sich überhaupt Korpuslinguistik. Und dann gehen wir zunächst essen, in einer Metapher aus diesem Buch von Lemnitzer Zinsmeister. Man kann essen gehen, wo andere Menschen für uns gekocht haben. Es gibt nämlich viele Forscherinnen und Forscher, die Corpora erstellt haben, angelegt haben, zugänglich machen über Tools. Und damit werden wir uns beschäftigen, bevor wir uns dann im nächsten Schritt das datengeleitete Paradigma erarbeiten, werden verschiedene Methoden kennenlernen, wie Engram-Analyse, Keyword-Analyse, Kollokationsanalyse, wo man nicht so sehr mit Referenzkorpora, sondern vielmehr mit kleineren Korpora arbeitet, um dann aber thematisch sehr präzise Fragen stellen zu können. Und schließlich, nachdem wir essen gegangen sind, wollen wir dann im letzten Schritt auch selber kochen lernen. Wir möchten üben, wie man Korpora selbst erstellt und Korpora dann auch selbst analysiert. Was brauchen Sie dafür, um diesen Kurs besuchen zu können? Gleich vorab zur Entwarnung: Sie brauchen keine vertieften Computerkenntnisse, auch wenn wir mit computergestützten Methoden arbeiten. Allerdings ist es eben doch so, dass Sie eine gewisse Computeraffinität schon brauchen werden. Ich werde Ihnen alles von Null auf erklären, aber Sie müssen mitbringen eine gewisse Lust am Ausprobieren, und die Erfahrung zeigt auch, Sie brauchen auch eine gewisse Frustrationstoleranz, weil Computer nun mal fehleranfällig sind. Und es gibt immer wieder kleine Fallstricke, dass das Encoding falsch ist und bis man diese Suchanfragen korrekt formulieren kann, wo es wirklich auf jedes Zeichen ankommt. Da brauchen Sie ein bisschen Geduld. Dafür werden Sie mit wirklich ganz tollen Dingen belohnt, und ich hoffe sehr, dass ich Sie dabei halten kann. Was kriegen Sie also, wenn Sie diesen Kurs durchziehen? Die Lernziele sozusagen: Sie können korpuslinguistische Forschungsfragen formulieren, Sie können in den wichtigsten Abfragesprachen Suchanfragen in den gängigen Referenz- und Spezialkorpora stellen, Sie können mit gängigen Tools, die frei verfügbar sind, datengeleitete Korpusanalysen vornehmen, und Sie können auch mit einfachen Mitteln selbst Korpora erstellen und analysieren. Ja, also es ist immer noch Luft nach oben. Wenn wir noch mehr Zeit hätten, würde ich noch als fünften Punkt zuschreiben: Sie können programmieren, denn das ist tatsächlich die Voraussetzung, um avancierte Korpora erstellen zu können. Aber zumindest die Grundlagen können wir in diesem Kurs gerne besprechen. Wie arbeiten wir also? Dieser Kurs ist als Blended Learning Kurs konzipiert, das heißt, es wird asynchrone E-Learning-Formate geben. Ich werde Input-Videos aufnehmen, werde Übungsaufgaben vorbereiten, die Sie zu Hause alleine sich erarbeiten können, vielleicht auch in kleinen Gruppen, wenn Sie das möchten, aber es ist möglich, das alleine zu lösen. Und im Wechsel dazu wird es aber auch immer wieder synchrone Phasen geben, in denen wir die Ergebnisse besprechen, vertiefen, Fragen klären und auch sprachtheoretische Fragen gerne diskutieren. Dazu wird es Videokonferenzen geben. Es gibt einen dynamischen Seminarplan, der so aussieht. Hier werde ich
die Texte hinterlegen, die zu lesen sind, die wichtigsten Begriffe und auch die ganzen Ressourcen sind hier verlinkt, weil wir mit sehr, sehr vielen verschiedenen Tools arbeiten werden und auch die Arbeitsblätter werden hier hinterlegt sein. Da ist jetzt gerade hier hinten noch leer, das wird sich sukzessive füllen. Wir müssen auch gucken, wie schnell wir tatsächlich vorankommen. Ich kann das schlecht einschätzen, aber unter diesem Link Padlet Consumer F4K Reading Machines können Sie auf alles dann zugreifen. Ich möchte Sie bitten, den Matrixraum zu betreten. Dazu finden Sie den Link auf Opal. Und in der Matrix können wir während der Kurszeit, auch wenn Sie zu Hause alleine Ihre Sachen bearbeiten, akute Fragen klären und auch sonst können wir darüber gerne in Kontakt bleiben, auch außerhalb der Kurszeit. Und schließlich habe ich mir noch ein Format überlegt, zusätzlich zu dieser Arbeit, das ich von meiner geschätzten Kollegin Constanze Marx von der Uni Greifswald adaptiere. Drei Fragen an heißt dieses Format. Das stelle ich mir so vor, dass kleinere Gruppen oder auch Einzelpersonen KorpuslinguistInnen, die ich ihnen vermittle, per Video interviewen, ungefähr 15 Minuten lang zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel hat sich Sascha Wolfer zum Thema Visualisierung bereit erklärt, Mareike Schumacher zum Thema digitale Literaturanalyse. Das erweiternd und vertiefend zu dem, was wir im Kurs selber besprechen, damit Sie einen Eindruck kriegen, was denn in der Community draußen tatsächlich aktuell so geforscht wird, dass Sie sehen, was sonst noch so möglich ist, was Anwendungsbereiche sind und so weiter. Ich möchte Ihnen zur Lektüre auch noch ein paar Tipps mitgeben. Das Buch Korpuslinguistik von Hagen Hirschmann ist ganz neu, ist allerdings sehr stark orientiert auf grammatikografische Fragestellungen, aber trotzdem ein tolles Buch. Dann der Klassiker, der schon erwähnte, von Lemnitzer Zinsmeister und auch das Buch von Perkun Keipel. Kupitz ist zu empfehlen. Zusätzlich und noch wichtiger für unser Verständnis von Korpuslinguistik ist das Tutorial von Noah Bubenhofer, was Sie hier eingeblendet sehen. Ein Online-Kurs. Wenn Sie den mal in den Semesterferien von vorne bis hinten durcharbeiten, dann sind Sie wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, auch in computerlinguistischen Fertigkeiten, die wir brauchen für avancierte Korpuslinguistik. Gut, zu den Prüfungsleistungen. Wenn Sie eine Kurzüberprüfung machen wollen, stelle ich mir das so vor, dass Sie in einem Wiki, was auf Opal angelegt wird, zwei Artikel zu wichtigen Begriffen der Korpuslinguistik schreiben, zum Beispiel zum Begriff des N-Gramms oder zum Begriff Kollokationsprofil oder so, also eine Definition und ein paar Beispiele, ebenso ein Lexikonartikel eben. Und so hoffe ich, dass wir über das Semester hinweg da so ein kollaboratives Glossar erstellen. Es ist tatsächlich so gedacht, dass Sie das Semester begleitend machen. Da wäre ich wirklich sehr froh, wenn Sie sich die Zeit nehmen, schon im November, Dezember schon die ersten Artikel anzulegen. Wenn Sie eine lektürebezogene Aufgabe belegen wollen, dann schreiben Sie eine Sammelrezension zu drei korpuslinguistischen Aufsätzen. Ich werde noch Ihnen eine Liste geben mit Aufsätzen, die dafür in Frage kommen und werde Ihnen auch noch zeigen, wie Sie selber nach neuen Texten recherchieren können. Oder aber Sie beteiligen sich an diesem Format drei Fragen an. Auch das ist die Möglichkeit, lektürebezogene Aufgabe zu belegen, denn Sie sollen sich dann erstmal einlesen in ein Thema, damit Sie auch vernünftige Fragen an die ExpertInnen formulieren können. Die kombinierte Arbeit wird so aussehen, dass Sie eine 12-seitige Seminararbeit schreiben und als unbewertete Vorleistung auch zwei Wiki-Artikel, eventuell auch, wenn es sich sonst nicht verteilen lässt, Beteiligung an diesem Drei-Fragen-An-Format. Sie finden vertiefte Informationen auch mit den Abgabefristen und weiteren Modalitäten wie Umfang und so weiter auch dann auf Opal. Und damit sind wir schon am Ende des Videos. Ich möchte Sie bitten, sich für die nächste Sitzung so vorzubereiten. Sie lesen bitte
aus dem Buch von Stefanovic, was im Padlet verlinkt ist, das Kapitel 2. Das Buch ist auf Englisch, das Kapitel ist auch lang. Allerdings sind da viele Tabellen drin, dass es sich dann doch ein bisschen abkürzt und es liest sich sehr anschaulich. Und es geht vor allem um die Frage, was ist überhaupt Korpuslinguistik? Und das ist eine wichtige Grundlage für unsere weiteren Diskussionen. Und ich möchte Sie bitten, mal die Woche über, auch nach der Lektüre von Stefanovic, über Folgendes nachzudenken und das auch entsprechend auszuprobieren. Was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede zwischen Google-Suchen und korpuslinguistischen Abfragen? Ja, wir können ja zum Beispiel auch Sätze mit Anerkennen, mit nicht abgetrenntem Anerkennen auch auf Google suchen. Und da werden wir auch was finden. Es gibt bestimmt Parallelen zwischen korpuslinguistischen Abfragen und Google-Suchen, aber es gibt eben auch Unterschiede. Und darüber wollen wir beim nächsten Mal sprechen. Das war's für heute. Ich danke Ihnen. Ich freue mich aufs Seminar und tschüss.